Hey Freunde, der Putzmann am Start. Ja, ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass ich meine Wohnung einmal aufräumen bin. Ihr seht ja schon, dass ich schon ein paar Sachen gepackt habe. Ich habe schon einiges ins Auto gebracht. Ja, deswegen habe mir meine Post angeguckt, habe nichts Besonderes bekommen. Das Übliche. Ich habe aber mehr als genug aus dieser Bude rauszuschaffen. Viel zu viel. Das ist zum Kotzen hier. Ja, also ich habe mehr als genug, dass irgendwas leer ist. Oh, das ist gar nicht so leer. Oh, mein Kühlschrank, da ist was drin. Ja, das Wichtigste, was ich mitnehmen muss, ist halt Mayonnaise, Ketchup, Wurst und das ganze Gemüsefach muss ich leer machen, sonst bekomme ich ein Problem mit meiner Zucchini aus. Jetzt schon, na, das sollte was gehen. Was tut das, ne? Zucchini! Habe ich von meinem ehemaligen Arbeitskollegen gekauft. Das ist ja meine Salami, ich habe das Scheißding überall gesucht. Ah, die kann weg. Ist schlecht. Leberwurst sollte man nicht aufmachen und dann vergessen. Kleiner Tipp. Ja, ich weiß, es ist nicht das, wo. Ich weiß, dass es im Moment echt scheiße ist, dass ich jetzt nicht. Aber es ist einfach ein bisschen doof gelaufen. Mit der ganzen. Dass ich meinen Job verloren habe. Ich finde es ein bisschen scheiße, aber ich glaube, das kennt ihr. Niemand verliert seinen Job gerne. Ja, tut das schon. Ja. Aber danach war, glaube ich, das beste Video, wenn ich es hinbekomme. Weil ich muss die Bude auch sauber machen. Das wird ein langes Video. Da werde ich hier drin saugen und das schaut ihr euch nicht zu, weil das Saugen werdet ihr kein Wort verstehen. Das ist das Problem. Muss ich die Kamera irgendwie so hin tun. Quatsch. Irgendwie so hinstellen, dass das normal läuft. Ja. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder fett werde. Das will ich nicht. Ach Gott. Aber ich habe hier echt mehr als genug zu tun. Viel zu viel. Ey, ganze Scheiße, das ist aber. Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe ja jede Menge Zeug gekauft, aber wo kommt der ganze neue Kram her? Da viel mehr als vorher. Als vorher. Das ist ja wie beim Urlaub. Ist einkaufen. Gehst in den Urlaub, kommst zurück und du kriegst deine Taschen nicht mehr zu. Das hat mein Vater natürlich grandios gemacht. Er hat die Eier schön hier reingesetzt, sieht auch ganz toll aus. Nur die Packung ist nicht da. Jetzt räume ich das ganze Zeug so raus: Äpfel, Radieschen und den ganzen Scheiß halt. Äpfel! Boom. Also die wichtigsten Sachen, die ich mitnehmen muss, wie gesagt, das ganze Gemüse, weil ich bin zwar öfters hier jetzt, aber eigentlich nur um die Bude leer zu machen. Vorteil für euch, da ich arbeitslos bin, mache ich für euch Videos. Nachteil für mich, ich habe keine Arbeit. Da ich nämlich nicht bekannt bin auf YouTube, habe ich ja keinen Job, verdient darüber ja noch kein Geld. Das dauert noch ein bisschen. Die Maschinen nehme ich später mit. Ich nehme jetzt erstmal das mit, was ich wirklich brauche. Und mitnehmen kann. Die Gurke. Nein, brennt nicht. Gurke kann weg. Bedauerlicherweise. Habe ich zu lange mit gewartet. Was soll's. Erstaunlicherweise, dass die Zucchini noch gut ist. Achso, die Zucchini, die sollte ich vielleicht. Jetzt habe ich die von rausgeholt und habe sie. Mehr. Naja, gut. Ich räume weiter diese Bude auf. Mein Werkzeug aus. Und Hammer werfen machen. Zwei Stück sind drin. Ja. Und deswegen ist es eigentlich im Moment nur nervig. Aber wie gesagt, ihr kennt das wahrscheinlich alles selber. Deswegen haut rein. Ich melde mich wahrscheinlich entweder heute nochmal, die Tage nochmal, wer weiß. Donnerstag bin ich auf alle Fälle nochmal hier, deswegen so viel darf ich jetzt auch nicht mitnehmen. So viel ich will. Ich nehme das Wichtigste halt mit, deswegen. Also dann haut rein, viel Spaß noch und schönen Tag.